Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zur nächsten Qualifikationsrunde des Potter vs. Turniers. Heute starten wir mit dem wohl zweitspannendsten und meisterwartetsten Kampf dieser Qualifikation. Und zwar stehen sich heute Harry Potter und der Hauself Dobby gegenüber. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht gespannt bin, wer hier heute als Sieger hervorgeht. Deswegen erspare ich euch mein langes Rumgelaber und wir fangen direkt an. Viel Spaß! In Sachen Macht kann Harry Potter natürlich direkt am Anfang schon mal ganz gut aufwarten. Trotz dessen, dass Harry anfangs in einer sehr konservativen Muggelfamilie aufgewachsen ist, hat er sich im Laufe seiner Hogwarts-Jahre zu einem sehr begabten Zauberer entwickelt, der mit einer unglaublichen Vielzahl an verschiedensten Fähigkeiten aufwarten kann. Mit gerade mal 13 Jahren war er dazu imstande, einen gestaltlichen Patronus zu wirken, was schon rekordverdächtig ist. Er stand Voldemort mehr als einmal gegenüber und schaffte es, sein geschwächtes Ich entweder zu besiegen oder er konnte erfolgreich flüchten. Während seiner Schulzeit erwies er sich als sehr talentiert im Bereich Verteidigung gegen die dunklen Künste und erreichte in diesem Fach Bestnoten. Infolgedessen war er es, der seine Mitschüler im Alter von 15 Jahren diese Verteidigungszauber beibrachte und lehrte. Auch Harrys beeindruckende Leistungen innerhalb des Trimagischen Turniers und natürlich auch sein Talent im Quidditch-Spielen sollten hier nicht zu kurz kommen. Aufgrund der diversen Schlachten, die Harry hautnah miterlebt hat, wie zum Beispiel die Schlacht der Sieben Potters, die Schlacht um Hogwarts oder die Schlacht in der Mysteriumsabteilung, ist eine spätere Anstellung als Auror für ihn eine logische Konsequenz. All diese Punkte lassen stark vermuten, dass es sich bei Harry um einen der mächtigsten Zauberer der Geschichte handelt. Doch muss ich dem leider widersprechen. Da dies kein Format für eine sehr detaillierte Begründung dazu ist, empfehle ich euch mein Video dazu, welches ich oben auf dem i verlinkt habe. Aber um es ganz kurz und bündig zu erklären, J.K. Rowling sagt laut eigener Aussage, dass Harry zwar sehr talentiert, aber nicht außerordentlich mächtig war. Seine Erfolge beruhen auf viele tiefgründige Gegebenheiten und wer jetzt das Argument hat, aber er hat doch Voldemort besiegt, der sollte sich ganz dringend mein eben erwähntes Video anschauen. Nur so viel. Dies hängt kaum mit Harrys eigener Macht zusammen. Damit möchte ich Harry Potter aber keinesfalls schlecht reden, denn talentiert ist er zweifellos. Aufgrund dessen bekommt er hier von mir gute 7 von 10 möglichen Punkten. Was Dobby angeht, so werden ihn sehr wahrscheinlich viele vollkommen unterschätzen. Aber wem soll man das verübeln? Immerhin strotzt unser lieber Hauself nicht vor körperlicher Stärke und auch seine magischen Fähigkeiten konnte man innerhalb der Harry Potter-Reihe nur dezent wahrnehmen. Doch Hauselfen sind generell alles andere als schwach. Nur ihre Natur als Sklaven zu leben, limitiert ihre Kräfte sehr stark. Doch sind die magischen Fähigkeiten von Hauselfen denen von Zauberern und Hexen weit überlegen, da es sich um eine komplett andere Form der Magie handelt. So kann sich ein Hauself zum Beispiel aus Hogwarts heraus und herein apparieren, wozu laut den Büchern nicht mal Dumbledore imstande ist. Auch wenn Dumbledore dies in den Filmen fälschlicherweise konnte. Außerdem beherrschen Hauselfen zauberstablose Magie, für sie reicht ein Fingerschnippen, um ihre Kräfte zu wirken. Des Weiteren war Dobby dazu imstande, magische Objekte zu manipulieren, wie zum Beispiel den Klatscher, den er auf Harry im zweiten Teil ansetzte. Auch im siebten Teil schaffte es Dobby, Narcissa Malfoy mit einem Fingerschnipp zu entwaffnen, bevor er mit seinen Freunden disapparierte. Und ja, dies schaffte er trotz dessen, dass er zuvor von Bellatrix Messer getroffen wurde. Auch als Lucius Malfoy Harry im zweiten Teil angriff, kurz nachdem er Dobby die Socke schenkte, war es für Dobby kein Problem, seinen ehemaligen Meister lächerlich einfach zu besiegen. Und auch laut Rowling selbst ist die Macht der Hauselfen denen der Zauberer überlegen. Aus all diesen Gründen vergebe ich Dobby hier erstaunliche 8 von 10 möglichen Punkten. Kommen wir zum Punkt Kenntnis über den Gegner. Harry Potter lernte Dobby kurz vor seinem zweiten Schuljahr kennen und mit kennenlernen meine ich, dass er seinen Namen erfahren hat. Doch war dies der Anfang einer langen Freundschaft der beiden, was natürlich auch diese Begegnung heute irgendwie traurig macht. Aber naja. Gegen Ende des zweiten Teils von Harry Potter schaffte es Harry, Dobby aus den Fängen seiner Familie zu retten, indem er ihn eine Socke überließ bzw. diese im Tagebuch versteckte, sodass diese an Dobby ging. In den darauffolgenden Jahren wurde Harrys Kenntnis über Dobby immer etwas besser, wobei der Hauself auch immer ein gewisses Mysterium um sich herum bestehen ließ. Vor allem was seine Kräfte anbelangt, war Dobby sehr umsichtig, mit jemandem darüber zu reden. Sein Talent feststellen konnte Harry jedoch dadurch, dass all die Aufträge, die Harry Dobby besonders im sechsten Teil gab, überaus erfolgreich von ihm abgeschlossen wurden. Und auch der Verräter Mandangas Fletcher konnte von Dobby problemlos festgenommen werden. Was für Harry natürlich ein wichtiger Einblick in dessen Macht war.
Trotzdem würde ich Harrys Kenntnis über Dobby als moderat einschätzen und vergebe ihm hier gute 5 von 10 möglichen Punkten. Dobby kannte Harry bereits vor seinem ersten Treffen und warum das so ist, brauche ich euch denke ich nicht zu erklären. Denn Harry Potter hat bei dem Attribut Kenntnis über den Gegner keine allzu gute Stellung aufgrund seiner großen Berühmtheit und der Tatsache, dass jeder, wirklich jeder Zauberer international, aber auch außerhalb Britanniens einiges über ihn weiß. Harry Potter wurde von den Medien förmlich zerrissen, sodass viele Menschen einiges über ihn erfahren konnten. Aber genau da wären wir auch schon beim Punkt. Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dobby die Erlaubnis bekam, Zeitungen zu lesen oder sich generell weiterzubilden. Sein Wissen über Harry Potter wird sich auf das beschränken, was er aufgeschnappt hat, beziehungsweise was er nachträglich von Harry selbst erfahren hat. Aus diesem Grund bekommt Dobby hier ebenfalls 5 von 10 möglichen Punkten. So, jetzt muss ich doch etwas ausführlicher werden, und zwar beim Punkt Fähigkeiten. Denn gerade Harry Potters Fähigkeitenliste ist unglaublich lang. Deswegen verzeiht mir, wenn ich auf die einzelnen Punkte nur oberflächlich eingehe. Detaillierte Videos dazu werden noch folgen. Zu Harrys größten Fähigkeiten gehört sein Talent im Bereich Verteidigung gegen die dunklen Künste, wo er sogar so talentiert war, dass er seinen Mitschülern Unterricht darin gab. Auch im Duellieren erwies er sich als überaus begabt, was man während den verschiedensten Schlachten selbst feststellen konnte. Außerdem gehört Harry Potter zu den wenigen nicht-schwarzen Magiern, die sehr bewandert in den dunklen Künsten sind. Zum Beispiel war Harry auch dazu fähig, den Imperiusfluch zu widerstehen, was eine sehr große Leistung bzw. Fähigkeit darstellt, die auch in einem Duell äußerst tragkräftig wäre. Harry war ein begnadeter Quidditch-Spieler, was auch nochmal sein taktisches Verständnis unterstreicht. Er war Paselmund, was ich jedoch nur vollständigkeitshalber erwähne, da dies gegen Dobby absolut nutzlos wäre. Doch auch seine schulischen Fähigkeiten in diversen Fächern muss man hier erwähnen, da er besonders in Zaubertränke eine starke Leistung ablegte, nachdem er in den Besitz des Halbblutprinzenbuches kam, wo er sich wahrscheinlich auch einiges daraus gemerkt hat. Und da diese Fähigkeit auch schon bei anderen genannt wurde, will ich sie Harry nicht unterschlagen, und zwar seine Führungsqualitäten, die auch nochmal positiv ins Gewicht fallen. Zu seiner Auror-Zeit war Harry auch noch in der Lage, nonverbale und sogar zauberstablose Magie hervorzubringen. Aber ich mache hier jetzt mal besser einen Punkt. Kurz gesagt, wenn es um Fähigkeiten geht, ist Harry wohl mit einer der stärksten im Turnier, weshalb er sich die 10 von 10 möglichen Punkten hier redlich verdient hat. Habe ich eigentlich schon seine Oklumentik-Fähigkeit genannt? Okay, jetzt ist gut. Dobbys Fähigkeiten sind zwar etwas überschaubarer, aber in einem Kampf zweckdienlich sind sie auf jeden Fall. So geht sein Talent in Sachen Magie weit über das Niveau eines normalen Zauberers hinaus, da er als Hauself nicht an von Zauberern aufgestellten Grenzen gebunden ist und diese übertreten kann. Wie zum Beispiel das Apparieren an Orte, die eigentlich davor geschützt sind. Dobby beherrscht zauberstablose Magie, kann magische Gegenstände manipulieren und im Notfall weitaus stärkere Magie erzeugen, als der gegenüberstehende Zauberer für möglich hält. Wie gesagt, sind dies zwar nicht allzu viele namenhafte Fähigkeiten, doch in einem Kampf sind diese in jedem Fall von Vorteil. Aus diesem Grund kriegt Dobby hier von mir 7 von 10 möglichen Punkten. Weiter geht's mit dem Punkt Strapazierfähigkeit. Insgesamt schätze ich Harry Potter als ziemlich strapazierfähig ein, allein durch die Tatsache, was er alles schon mitmachen musste. So oft stand er Voldemort Angesicht zu Angesicht gegenüber, hat gegen Akromantulas und Basilisken gekämpft, welche mitunter die gefährlichsten Wesen der Welt sind. Ach ja, und Trolle natürlich. Und Dementoren. Und, okay, reicht jetzt. Dazu lebte er noch Jahre bei den Dursleys, die seine Nerven extrem auf die Probe stellten. Er sah geliebte Menschen sterben, und zwar nicht einmal, sondern mehrfach. Was ihn jedoch nicht davon abhielt, seinen eigentlichen Weg zu bestreiten. Und natürlich besaß er auch als außerordentlich guter Quidditch-Spieler auch die nötige Prise Strapazierfähigkeit, die ich ihm hier natürlich auch anrechnen werde. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Harry Potter hier durchaus 8 von 10 Punkten verdient. Doch auch der liebe Dobby hat kein leichtes Los gezogen. Als Hauself war er jahrelang den Malfoys unterstellt, die ihn behandelten wie Dreck. Doch das Wesen eines Hauselfen ist so dermaßen strapazierfähig, dass egal wie schwer die Bedingungen für ihn sein mögen, er immer weiter loyal dient und Befehle ausführt. Es ist gegen die Natur eines Hauselfen, Schwäche oder Schmerz zu zeigen. Somit bezieht sich Dobbys Strapazierfähigkeit besonders auf sein Wesen als Hauself. Körperlich mag er natürlich nicht der kräftigste sein, was aber in meinen Augen kaum etwas zur Sache tut. Deshalb bekommt Dobby hier von mir ebenfalls sehr starke 8 von 10 möglichen Punkten.
Und wie immer zu guter Letzt das Attribut Geschicklichkeit. Harry Potters Geschicklichkeit kann man auf jeden Fall anhand seiner sehr guten Quidditch-Fähigkeiten festmachen, wo er als Sucher natürlich auch eine gewisse Geschicklichkeit braucht, um erfolgreich zu sein, was er ja auch war. Und auch seine vorhin des Öfteren genannten Begegnungen mit Todessern oder anderen bösartigen Wesen beweisen eine hohe Geschicklichkeit, sowohl eine körperliche als auch eine geistige. Und wie könnte ich das vergessen? Seine Teilnahme am Trimagischen Turnier, insbesondere seine famosen Erfolge innerhalb der verschiedenen Runden. So flog er zum Beispiel mit einem ungarischen Hornschwanz um die Wette, musste sich im Schwarzen See gegen Wassermenschen behaupten und hatte im Labyrinth diverse andere, teils tödliche Wesen vor sich. Definitiv war Harry also insgesamt sehr geschickt, weshalb er hier von mir gute 8 von 10 möglichen Punkten bekommt. Zu Dobbys Geschicklichkeit lässt sich zwar nicht so viel Stichhaltiges sagen, jedoch kann man aus seinen vergangenen Taten schon von einer gewissen Geschicklichkeit sprechen. Schließlich gehört einiges dazu, den Zauberer Mandangas Fletcher aufzuspüren und dann auch noch gefangen zu nehmen. Oder Draco Malfoy zu belauschen, um seine Absichten herauszufinden. Dadurch haben wir natürlich nicht so viele Anhaltspunkte wie bei Harry, aussagekräftig sind diese jedoch trotzdem in gewisser Weise. Ich denke, eine Punktzahl von 6 von 10 möglichen Punkten sollte hier gerechtfertigt sein. Und wieder sind wir am Ende eines überaus spannenden Kampfes angekommen. Nur das Duell Snape gegen Grindelwald wird von mir persönlich mit noch mehr Vorfreude erwartet, aber nun gut, schauen wir mal, wie das bisherige Ergebnis aussieht. Harry Potter konnte insgesamt stolze 38 von 50 möglichen Punkten erreichen, was ihn bisher zu dem bestbewertetsten Charakter macht. Aber halt! Bevor jetzt jemand schreibt, dass er dadurch wohl auch der mächtigste hier ist, nur weil er mehr Punkte als McGonagall hat, dem muss ich widersprechen. Da sich die Bewertung auf viele Faktoren auswirkt und zum Beispiel Kenntnis über den Gegner nichts über die Stärke der Person aussagt. Naja, kommen wir zu Dobby. Denn der gute Hauself konnte insgesamt 34 von 50 möglichen Punkten für sich holen. Das bedeutet, ihr habt noch die Möglichkeit, diesen Kampf zu entscheiden. Deswegen stimmt in jedem Fall oben auf dem i für euren Gewinner ab. Ich hoffe, die heutige, etwas längere Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Auf der rechten Seite könnt ihr euch dann gerne noch weitere Videos anschauen und in diesem Sinne euch allen einen wunderschönen Restsonntag und ciao Leute!